Hey Leute, herzlich willkommen zurück zum Waluigi Hack. Es ist ein regnerischer Samstag, doch vom Regen in die Traufe muss es nicht unbedingt gehen, denn wir haben. Okay, jetzt, das ist jetzt aber vom Timing ziemlich abgefuckt, ne? Naja, ein, zwei Minuten Pause habe ich ja gemacht. Jetzt natürlich wegen dem Folgengewechsel und so weiter. Es muss nicht sein. Es muss nicht ultra chaotisch sein, nicht schief gehen. Ganz im Gegenteil, wir haben den ein oder anderen Kniff, die ein oder andere gute Taktik finden können. Jetzt gilt es natürlich, dies umzusetzen und zu schauen, was danach kommt. Also wir haben leichte, seichte Eindrücke vom nächsten Abschnitt bekommen dürfen. Es handelte sich dort wieder mal um die gelben Fledermäusis, die hier ironischerweise, wollte ich in der letzten Folge an dieser Stelle hier sagen, so langsam vermisse ich die so ein bisschen, aber ich habe dann doch das direkt wieder zurückgenommen und zu Recht, meine lieben Freunde, zu Recht müssen wir sie nämlich nicht, da sie gleich wieder da sind. Wie gesagt, ich muss jetzt hier... habt ihr gesehen, wie hoch ich gesprungen... Warte, lauf, lauf, okay, ja, ja, es ist okay. Es ist okay, seicht, zwar nicht seicht genug. Aber das ist wirklich... Es ist so schwierig. Es handelt sich um Millimeterarbeit. Der Daumen, ja, das ist halt... Es ist meine... Oh, Timing wieder für den Arsch. Meine präziseste Waffe hier, ne? Also, ich hab's mir jetzt auch die letzten Folgen verkniffen zu sagen, aber ich glaube, im Fisten wäre ich Weltmeister. Wobei, das ist ja... Nee, das ist ja, Fingern, würde ich sagen. Das ja, mit der Hand, das ist ja ein bisschen, wie soll ich sagen? Ungehobelt. Dumpf. Ah, hätte ich nicht nur... Scheiße, es tut mir leid, mir ist keine andere Metapher eingefallen. Wo braucht man denn noch Fingerspitzengefühl? Ja, wahrscheinlich in 10.000 anderen Berufen. Moment. Will ich damit sagen, dass Fisten und Fingern ein Beruf ist? Naja, ich weiß nicht. Masseur. Ich wäre ein so guter Masseur. Holy shit, ey. Ja, es tut mir leid. Aber naja, es muss ja auch mal sein, ne? Die Dosis macht das Gemüt, die Mahlzeit. Aber ich komme hier gerade, ehrlich gesagt, wirklich jetzt hier nicht auf die Phasen klar. Irgendwas mache ich anders. Irgendwas ist jetzt hier sichtlich anders gelaufen und fraglich ist, wie es sich dann da drüben verhält, ob wir dann jetzt ein gutes, eine gute Abfolge haben, ja oder nein. Das ist halt sehr, sehr schwierig jetzt hier, ne? Weil ich nehme an, dass ich das jetzt hier auch parallel, naja, bewegt halt irgendwie, ja, ne? Du hast dann wieder mal so ein, zwei Minuten, wo dann einfach der Wurm drin ist, wo sich alles neu justieren muss, alle Gehirnzellen neu angestöpselt werden muss. Das, da sagt doch die Telekom immer, haben sie die Kabel rausgesteckt. Ja. Ich vermute, gehirntechnisch leider ja. Oder es gibt, einen Wackelkontakt oder so. Das könnte natürlich auch sein. Ja, man muss natürlich auch hier die richtige Dosis finden. Momentan sind wir in der ganz guten Phase. Also Voraussetzung ist, dass das hier wirklich nur Sonderfälle sind und ich mich gleich wieder besinnen kann. Aber irgendwann erreicht man vielleicht, und das war vielleicht gestern auch so der Punkt, erreicht man einen Moment, ja, wo man einfach merkt, okay, es geht jetzt nicht mehr, ja. Da muss man dann tatsächlich vielleicht doch mal so ein kleines Päuschen machen. Ich weiß nicht, ob es so oder so mache ich danach erstmal Schluss, aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier wirklich etwas ist, was sich gegebenenfalls hoffentlich gleich legt. Also, darunter jetzt direkt langsam einfach nach rechts laufen, ohne Speed tatsächlich. Au. Ja, nee, guck, das, ich schwöre, das war der sanfteste Knopfdruck meines Lebens, aber du bist groß. Ja, es hat auch seine Nachteile. Das Problem ist halt, ich hab's ja in der letzten Folge beschrieben, es ist natürlich schön, wenn man seinen Pilz aufbehalten kann, aber dann müsste man halt unten landen.
Und das ist... Na, da wollte ich da zu viel? Ich weiß nicht, ich kann mir das stellenweise hier nicht merken. Manchmal bin ich zu schnell, manchmal zu langsam. Der Sprung, habe ich es gerade gesagt, ist natürlich schwieriger. Und deswegen sollte man sich da vielleicht doch absichtlich treffen lassen, nicht wahr? Von daher... ja, das habe ich jetzt nicht so gemeint, das war jetzt keine Absicht, aber ja, wegen dieser Stelle hier. Warte, ich muss weiterspringen, genau. So. Fingerspitzen. Oh. Warte mal, das ist halt... Ja, das ist halt richtig beschissen gerade gewesen. Ich glaube, wenn ich noch einen Millimeter nach links gegangen wäre, ja, nicht nach rechts, sondern einen Millimeter nach links, so wie es Herbert Göbbelmeier immer empfohlen hat, dann hätte das vielleicht funktioniert, ne? Da seht ihr, Leute, der Mann hatte einfach recht, ja. Der Mann hatte einfach recht. Verdammte Scheiße, ey. Ja, deswegen habe ich auch vor der Aufnahme, weil ich wusste, dass das geht in Richtung links, habe ich schon mal versucht, mich bei der... Ja, es war zu viel Speed. Bei der Antifa anzumelden, aber die haben mir bisher noch nicht zurückgeschrieben. Ich weiß nicht, die sind ja immer so gewalttätig. Vielleicht hätte ich dann einfach ein bisschen aggressiver in meiner Bewerbung sein müssen. So von wegen, ey, ihr dummen Fotzen, ich will jetzt grundlos Fenster einschlagen und Leute verprügeln, bitte nehmt mich an, ja. Also da ich glaube, die stehen da nicht so auf vornehme Bewerbungen. Aber jetzt mal ohne Scheiß, die werden halt wirklich finanziert, ne? Fraglich ist, ob es nur die Organisation sind oder ob der Einzelne auch so ein bisschen was verdient. Ich meine, fürs Sachen kaputt machen bezahlt zu werden, da melde ich mich hier bei der Antifa an und in Amerika bei Black Lives Matter und dann habe ich auch ausgesorgt, oder? Schlage ich ein, zweimal im Monat die Scheiben ein, kriege ein paar Tausender. Das ist doch richtig geil. Ja, ich muss auf den da rechts achten. Jetzt. Danke, Auschwitz leck. Links, 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 links. Links. Sehr gut. So. Bringet. Bringet sie. Bringet sie. Ohne Wiederkehr. Scheiße, der dumme Hurensohn, ey. Ja, da hast du dir aber auch eine schöne Kackstelle hier ausgesucht zum Flammenscheißen, ne? Okay. Direkt rüber. Ja. Aber respawnt der? Ich hoffe nicht. Mit irgendeiner Taste konnte man ja die Kamera so ein bisschen, ja, es geht nicht. Vor Ort muss das gemacht werden. Natürlich kommt das nochmal, die Kamera nach rechts oder nach links drehen. Aber vielleicht hätte das auch für diesen Hack abgestellt. Ganz ruhig, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ja, er ist wirklich, weißt du, immerhin, man hat die Röhre gesehen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass da mindestens ein Checkpoint dahinter ist. Wenn er einfach nur 2 mm weiter links gekackt hätte, ich hätte das locker geschafft, ne? Ich hätte das locker geschafft. Naja, warum? Okay. Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Ja, aber ich nehme die Herausforderung an, wollte ich sagen, aber... Ich hab sie angenommen, aber... Hab leider verkackt. Ja, okay, jetzt habe ich wieder 1-2 Minuten tief. Einen mentalen, seelischen. Verständlicherweise, weil das hätte nicht sein müssen. Aber die, die kacken halt auch nicht konstant. Das ist das Problem, ja. Warum haben die das nicht gelernt? Konstantes Scheißen. Oh Mann, ich glaube, das war's mit dieser Folge. Das war einfach... So, vom Timing wieder Beschiss hier, ne? Es war einfach zu gut. Es war einfach zu gut. Ja, das, jetzt ist richtig alles für den Arsch hier. Alles Scheiße, alles Dreck. Große Bombe, alles weg. Alles Scheiße. Ja, alles Dreck, yeah. Lalalala. So. Oh. Millimeter zu zeitig gesprungen, ne?
Ich habe das mittlerweile ganz gut raus, wollte ich sagen. Aber ja, ne, das, wie gesagt, ja, das könnt ihr für diese Folge vergessen. Gut, dann mache ich an dieser Stelle nochmal Werbung für anderes. Wie gesagt, hier laufen sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig. Schatzplanet, Bomberman, Silent Hill, Shin Megami Tensei 3 Nocturne, wenn ihr meine Ausdauer aus Stahl mal bei dem angeblich härtesten PlayStation 2 Rollenspiel aller Zeiten sehen wollt. Also dasselbe wie hier, nur dass es halt ja, ein Rollenspiel ist. Ne? Ansonsten werden da auch gerne mal unnötige Tode erlebt. Eigentlich erlebt man ja den Tod nur einmal, aber da tatsächlich mehrfach. Aus den dubiosesten Gründen. Uah! Hat mir aber nichts gebracht, wie gesagt, auf dem... Oh, das war zu lasch tatsächlich. Warum bin ich da auch von der Taste abgewichen? Ja, weil ich dachte, ich würde schon auf der Plattform sein und dann darf ich natürlich nicht weiter nach rechts drücken. Wo war ich gerade? Ich weiß es nicht. Was auch immer. Message ist, glaube ich, angekommen. Nachricht. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Lohnt sich, würde ich sagen. Lohnt sich. Weil, ne, wir spielen das natürlich auch auf hart. Ist ja klar. Also, das Spiel auf normal, das wäre, denke ich mal, auch keine Herausforderung. Wobei viele da auch anderer Meinung sind. Ich schätze, es kommt darauf an, ob du vorher schon mal ein SMT-Spiel gespielt hast. Weil ich fand Persona 4 am Anfang, das war ja mein erstes SMT-Game, auch sehr verwirrend. Weil die haben ja da ganz andere Bezeichnungen für ihre Magie. Und diese Insta-Kills und so weiter, das gab es ja quasi in keinem anderen Rollenspiel, meiner Meinung nach. Oder zumindest nicht so heftig. Und auch so grundsätzlich dieses ganze Schwächen-Absorptionssystem und so weiter. Von daher, ja. Wenn das jetzt dein erstes SMT-Game ist, dann verstehe ich das. Dann würde ich das garantiert nicht auf hart spielen, aber so geht das schon, ja. Was natürlich nicht mehr geht, ist die Folge hier. Also vielleicht geht sie ja bald. Das wäre, denke ich mal, ganz gut. Ich denke aber, die ja, wieso bin ich denn jetzt da oben gelandet? Da bin ich natürlich gelaufen, weil ich dachte, ich wäre in der Mitte. Das ist vieles passiert dann auch wirklich mittlerweile automatisierend. Da denke ich wirklich gar nicht drüber nach und ich rede einfach und quasi ich spiele schon gar nicht mehr. Das passiert so automatisch wie atmen, aber wenn, ja, wenn da natürlich irgendwas sich um 1-2 Millimeter verschiebt, bin ich komplett verwirrt und dann ist der Versuch für den Arsch. Aber wirklich, ich konnte das auch damals mal so gut, da habe ich dann Musik gehört und wirklich stundenlang Call of Duty online gespielt. In erster Linie World at War, das war mein Lieblingsteil. Hab ordentlich die XP gefarmt und ich habe aber gar nicht gespielt. Ich war oft dann auf Platz 1 beim Team Deathmatch oder so, aber ich war Zuschauer. Ne? Das war auch eine außerkörperliche Erfahrung. Und so geht's mir hier auch stellenweise. Aber leider nur stellenweise. Wie gesagt, es ist kein Call of Duty. Hier darfst du dir nicht so viele Fehler erlauben. Das ist halt das Ding. Und jetzt hängen wir wieder am Anfang. Aber ja, was auch immer nach der Röhre. Das war jetzt auch nicht absichtlich, aber gut geschalten noch spontan vom Drehsprung zum normalen Sprung. Was auch immer da nach der Röhre kommt, ich werde so oder so ein Safe State machen. Es kann ja auch sein, dass das wirklich kurz vor dem Ziel ist, aber das Spiel mich dann wirklich nochmal versucht irgendwie zu trollen oder so. Und danach den Trolltod sterben zu müssen, würde ich... Ach, der normale Sprung ist ja hier... What the fuck? Okay. Ja, das würde ich unter Garantie nicht einsehen. Wir wollten oben. Ja, ja. Immer schön oben lang. Ich musste da springen, ne?
Das war jetzt. War das jetzt unnötige Panik? Ich glaube, ich wäre sonst gestorben. Das war, glaube ich, so. So eine Geschichte, ne? Mario, Mario. Sorry. Waluigi natürlich. Aber das klingt komisch. So, dieses Gesinge dann. Waluigi, oh. Waluigi, oh. NGO? Alles klar, weißt du Bescheid, ha? Ups, ups, oh, dups. Oh, oh! Wow! Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man das antizipieren kann, wenn man seinen Taschenrechner und sein Lineal rausgeholt hat und das alles punktgenau ausmessen kann und weiß, wann der Vivo wann rauskommt. Junge, war das krass. Ah, ja, nee, da kann man schon. Hallo Handy. Kann man schon einen normalen Sprung machen. Das geht klar. Also wie gesagt, man kann den normalen Sprung ja auch in 2-3 was auch immer. Der Nachbar hat auch gerade gehustet, da habe ich gerade in dem Moment Schiss gekriegt, dachte, oh, bin ich jetzt wieder zu laut? Was heißt wieder? Traumata, wie gesagt. Es gab diesen einen Moment, wo ich da mal zu laut war. Jetzt denke ich, es ist immer so richtig schlimm. Genau, man kann den normalen Sprung auch in 3 Gänge schalten. Oder also mindestens vielleicht auch sogar mehr. Absolut kein Problem. Aber ich würde dennoch behaupten, dass der Drehsprung noch ein kleines bisschen präziser ist. Von daher. Aber hier, das geht schon, weil man ja von unten springt. Genau. So, man kann natürlich auch, während die Plattform runter geht. Oh, ich wollte da nicht hin. Ich wollte da nicht hin, aber okay. Es ist okay. Normaler Sprung. Aber jetzt muss ich da nicht. Nee. Ich kann da Schaden nehmen. Ist okay, war Absicht. Oh, habt ihr das gesehen? Das war sowas von Auschwitz-Leckhausen. Schade. Ich dachte, ich hatte wirklich ein verdammt gutes Gefühl, aber da hatte dann die Technik tatsächlich doch gemeint. Nee, tut mir leid. Sorry, Bro. Your princess is in another bordel. That's why she have zu beenden the Folge. Ja. So würden das wahrscheinlich die guten Amis sagen, wenn sie wieder mal versuchen würden, einen deutschen Akzent zu kopieren. Ja, kopieren. Kopiert wurde hier tatsächlich nichts. Außer Dateien werden demnächst, ja, sie werden nicht kopiert, aber komprimiert, zusammengeschweißwort, um euch jenes Produkt hier in voller Länge unzensiert präsentieren zu können. Ja. Das war's heute mit Let's Play Waluigi. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß mit diesem sensationellen Ereignis. Ich werde jetzt im Regen meine Zeitung verteilen. Meine dicke Zeitung. Sie sind natürlich nicht so dick wie mein Ego, mein Talent. Ihr dachtet jetzt auch, ich würde was anderes sagen. Naja, wenn man da ordentlich gegen drückt, dann sind meine Eier wahrscheinlich auch dick. Aber naja, genau. Falls ihr dicke Eier habt, ein bisschen Druck rauslassen müsst, falls ihr vielleicht jetzt auch durch diese Folge, durch meine sensationelle, sexy Stimme Druck bekommen habt, dann, ja, leert euch mal aus und dann sehen wir uns vielleicht alle Friede, Freude, Eierkuchen, wenn wir alle unsere Tätigkeiten, unsere Verpflichtungen, falls ihr euch verpflichtet fühlt, jenes zu tun, wenn wir das alles abgeschlossen haben, können wir dann schätzungsweise uns in einen weiteren Versuch wagen, in eine weitere Folge, die potenziell siegreich sein wird. Man weiß es nicht, aber man hofft es natürlich jedes Mal aufs Neue. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.